Was macht diesen Beruf, Ihren Beruf zum Traumberuf für Sie? Das ist schwer zu sagen. Es ist einfach das, was ich immer machen wollte, weil ich von nichts anderem eine Ahnung habe und auch schon mal einen Beruf gelernt habe, in dem ich auch ziemlich versagt habe. Und das ist das, was ich machen wollte. Und da habe ich versucht, mich durchzusetzen. Und ich hoffe, dass mir ein bisschen gelungen ist. Was haben Sie vorher gelernt, wenn ich frage? Eine Ausbildung, wo Sie nicht zufrieden waren? Ja, ich bin schon mal vom Abitur geflogen, auch von der Schauspielschule. Jetzt alle weghören, die Kinder und so. Und ich habe mal Werkzeugmacher gelernt, was ein sehr nobler, toller Beruf war, aber den wollte ich nicht gerne weiter ausüben, weil ich ja wiederum Schauspieler werden wollte. Gibt es denn auch Schattenseiten, die Sie erlebt haben? Oh ja, eine ganze Menge, ja. Eine zu nennen? Würde ich so nicht wollen. Also, ja gut, meine Anfänge waren einfach nicht lustig, also als ich angefangen habe zu drehen und schon eine kleine Rolle hatte, hat mich der Aufnahmeleiter zurückgezogen und hat gesagt, Sie essen, wenn die Schauspieler fertig sind. Also sowas habe ich auch alles erlebt. Aber, und es gab einfach ein paar Arbeiten, die nicht so lustig waren. Aber die habe ich inzwischen vergessen, optimistisch nach vorne gucken. Und es gab ganz viele, die ganz, ganz toll waren.